Herzlich willkommen. In dieser Praxis geht es um eine Technik, die ich gefunden habe in der tantrischen Yoga-Philosophie im Pradyabhijna-Hridayam. Und diese Technik heißt Vikalpakshaya, das Auflösen von Gedankenkonstrukten. Im Kommentar von Kshemaracha dazu heißt es, man möge sich fokussieren auf das Herz, und wenn man sich dem Herzen anvertraut und sich darauf fokussiert, dann beruhigen sich die Geschichten des Geistes und das, was uns daran hindert, in Verbindung zu sein mit uns selbst und unsere Essenz wiederzuerkennen, das löst sich. Nun ist bei dem Fokus auf das Herz aber nicht das emotionale Zentrum einfach nur gemeint, sondern das Herz, der Kern unserer Essenz an sich, und das ist reines Gewahrsein aus dieser Perspektive oder reines Bewusstsein. Das bedeutet, anstelle dass wir uns darum kümmern, was in unserem Geist an Gedankenformen und Konstrukten existiert, verändern wir die Wahrnehmung, lehnen uns ein Stückchen zurück in den Fakt von reinem Gewahrsein, von reinem Bewusstsein selbst. Und eine Frage, die man sich hier stellen kann, und das habe ich gefunden bei Christopher Wallace dazu, ist: Wie ist die Qualität von diesem Moment, bevor ich einen Gedanken darüber habe? Und sich dann ehrlich wirklich darauf einlassen. Ich sage es nochmal: Wie ist die Qualität von diesem Augenblick, bevor ich darüber nachdenke? Das möge uns unterstützen in dieser Praxis jetzt. Für die Praxis ist es gut, wenn du einen Block hast oder ein dickes Buch und eine zusammengefaltete Decke oder so ein festeres Kissen, so ähnlich wie hier unter mir. Wir starten in der Position des Kindes, die Knie mattenbreit auseinander. Die Arme darfst du vorne haben oder hinten haben, und hier angekommen, verbinde dich mit deinem Atem. Komm erstmal an auf der Matte. Liebevoll gib dem Atem mehr Raum und lass dich vom Atem ganz in den Augenblick führen. Und anstelle, dass du Energie in deine Gedanken gibst, in all das, was du wahrnimmst, gehst du in die Perspektive, in das Gefühl von Bewusstsein, in den Raum, der all das wahrnimmt, in das Feld. Und dann stellst du dir die Frage: Was ist die Qualität von diesem Moment, bevor ich einen Gedanken dazu habe? Und es kann sein, dass es nur einen ganz kleinen Moment dich befreit, einen ganz kleinen Moment in ein reines Gewahrsein bringt. Und dann komm von hier bitte langsam in den ersten nach unten schauenden Hund, und die Hände erdest du ebenmäßig, aber ansonsten fühl dich bitte frei. Mach ein paar wiegende Bewegungen. Das, was der Körper dir sagt, setzt du um. Und aus dem Formlosen dann ein bisschen mehr in eine Form finden, die Knie etwas beugen, den Po hochschieben, die Seiten des Körpers langziehen und beide Beine beginnen zu strecken. Mit dem nächsten Ausatmen lauf nach vorne zu den Händen. Halbe Vorbeuge, einatmen, zieh dich lang, ausatmen, Vorbeuge. Die Füße sind gut geerdet, bitte noch einmal halbe Vorbeuge, einatmen und ausatmen, Vorbeuge. Drücke die Füße fest in die Matte, beuge die Knie ein bisschen und einatmen, komm hoch, Arme über den Kopf. Ausatmen, bring die Hände vor dem Herzen zusammen und in diesem Moment über dein Herz verbindest du dich mit deiner Essenz.
gehst in reines Gewahrsein und fragst dich nochmal, was ist die Qualität von diesem Augenblick, bevor ich einen Gedanken darüber habe. Und auch wenn es nur ein winziger Moment ist, kann in dir was aufgehen. Körperlich fühlt sich das so an, als würdest du innerlich weiter werden. Die Seiten des Körpers werden lang. Einatmen, bring die Arme weit über die Seite nach oben und zieh dich lang. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Halbe Vorbeuge, einatmen. Ausatmen, zurücktreten in die schiefe Ebene. Hier nochmal einatmen. Ausatmen, senke dich ab bis ganz auf die Matte. Bringe die Hände neben den Körper nach hinten und zieh beide Hüftpunkte zueinander, den unteren Bauch nach innen. Hebe bitte den Oberkörper, hebe die Beine etwas an für Shalabhasana als Variante. So, du hältst dein Zentrum, hier in dem Fall den Core, den Bauch. Achtest darauf, dass der Hinterkopf lang ist, die Ohren sind weit. Einmal noch ein. Alles ablegen, komm in eine langgezogene Position des Kindes. Atme nochmal ein hier und ausatmen, komm bitte in den nach unten schauenden Hund. Rechtes Bein geführt, hinten oben herausheben, einatmen. Ausatmen, rechtes Knie zur Brust ziehen, so hoch wie möglich. Einatmen, rechtes Bein hinten oben herausheben und ausatmen, den rechten Fuß nach vorne setzen, weiter Schritt, linkes Knie weich auf der Matte ablegen, mit den Händen auf dem Oberschenkel hochkommen. Zieh die Beine energetisch zueinander, vom Becken her sink ein bisschen tiefer. Und jetzt zieh den unteren Bauch nach innen und hoch und einatmen, bring die Arme über den Kopf und zieh dich lang. Gut. Ein letztes Mal einatmen hier und ausatmen, bring die linke Hand auf die Matte, die rechte Hand auf den Oberschenkel, dreh den rechten Fuß ganz leicht auswärts, Bauch zieht nach innen, dreh dich auf, rechter Arm geht hoch. Bitte vom Herzen erlaube dir aufzugehen und atme dich in den Augenblick. Einmal noch ein. Ausatmen, bring die rechte Hand zurück auf die Matte für den Runner Stretch. Verlagere dein Gewicht nach hinten, flexe den rechten Fuß nur für einen Augenblick. Einmal noch ein. Und ausatmen, über den Ausfallschritt, komm in den nach unten schauenden Hund. Schiefe Ebene einatmen. Deine Variante absenken, ausatmen. Die Zehen lang machen, Cobra, einatmen. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Linkes Bein geführt, hinten oben herausheben, einatmen. Ausatmen, linkes Knie hoch zur Brust ziehen. Einatmen, linkes Bein wieder hinten oben herausheben. Und ausatmen, den Fuß nach vorne setzen. Rechtes Knie auf der Matte ablegen, hochkommen mit den Händen auf dem Oberschenkel. Bitte die Beine energetisch zueinander ziehen. Vom Becken her ein Stückchen tiefer nach vorne sinken. Den unteren Bauch jetzt weg vom linken Oberschenkel nach innen und hochziehen. Die Arme über den Kopf bringen. In der Präsenz jetzt dich langziehen, einatmen, ausatmen. Rechte Hand geht auf die Matte, linke Hand auf den Oberschenkel und du drückst dich ab, nimm den Bauch nach innen, linker Arm geht hoch. Und du lehnst dich zurück in den Fakt von Gewahrsein an sich. Nicht die Inhalte von dem, was dir im Bewusstsein ist, interessieren dich, sondern die Qualität von Bewusstsein. Lehn dich zurück, lass dein Herz aufgehen. Und ausatmen, setz die linke Hand auf der Matte auf, komm in einen Runner Stretch, wo du das linke Bein für einen Moment flexst, den Fuß flexst. Einmal noch ein. Von hier über den Ausfallschritt in den nach unten schauenden Hund kommen. Schiefe Ebene einatmen, ganz zum Boden oder Chaturanga Dandasana aus, Cobra oder nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund und hier die Hände gut erden, die Knie ein bisschen beugen, den Druck erstmal rausnehmen, diese Gewahrsamkeit, diese
Weite im Geist macht Weite in dem Körper. So atme dich weit. Das Innere wird weit, wenn du einatmest. Ausatmen über die Grenzen von deinem alltäglichen Gedankenstrukturen hinaus. Nochmal einatmen, innerlich weit. Und ausatmen immer weiter ins Feld von Bewusstsein. Ein letztes Mal ein. Mit dem Ausatmen lauf nach vorne zu den Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge ausatmen. Die Füße satt erden, einatmen. Komm hoch, bring die Arme über den Kopf. Und aus, die Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen, die Arme weit über die Seite nach oben bringen. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Halbe Vorbeuge einatmen. Ausatmen, zurücktreten in die schiefe Ebene. Den Rücken heben und füllen mit dem Einatmen. Ausatmen, dich absenken bis ganz auf die Matte und die Zehen lang machen und diesmal die Ellenbogen aufstellen unter den Schultern. Genau, die Unterarme parallel zueinander. Jetzt schau bitte zum Bauch, nimm den Bauch nach innen, zieh dich lang nach vorne, beginn dein Herz nach vorne zu öffnen, der Kopf kommt ganz zum Schluss. Schließe die Augen. Die erste Idee ist, dass du dich mit deinem Herzen verbindest. Aber dann nicht so sehr mit diesem physischen Ort, sondern du gehst mehr in dein Zentrum. Dieses Zentrum ist reines Gewahrsein und das macht auf. Du wirst weit. Gut, dreh den rechten Unterarm ein Stückchen nach innen, streck das linke Bein nochmal nach hinten aus, beuge es, greif mit der linken Hand den Fuß und zieh die Ferse mehr in Richtung Gesäß. Jetzt kannst du Daumen und Zeigefinger drehen, den Ellenbogen beugen und die Ferse mehr zum Gesäß ziehen als Option. Liebevoll beide Schultern zurückschieben, atmen. Einmal noch ein. Und ausatmen, langsam lösen und den linken Unterarm leicht eindrehen, vor dir abgesetzt, rechtes Bein nochmal nach hinten strecken, beugen, mit der rechten Hand den Fuß von innen greifen. Variante 1 hier bleiben, Variante 2 Daumen und Zeigefinger so drehen, dass du den Ellenbogen dabei hebst und die Ferse dichter zum Gesäß bringst. Beide Schultern zurück, Hinterkopf lang. Einmal noch ein. Langsam lösen, bitte ausatmen, in den nach unten schauenden Hund kommen. Die Knie ein bisschen beugen, den Po hochschieben. Langsam die Beine strecken. Ganz die Ansätze der Oberschenkel, wo sie oben im Becken münden, zurückschieben, das gibt dir mehr Raum. Mit dem Einatmen bitte dein rechtes Bein geführt hinten oben herausheben. Mit dem Ausatmen den rechten Fuß nach vorne setzen. Für den Krieger Nummer 1 den linken Fuß aufstellen, 45 Grad eingedreht. Die Füße erden und einatmen, komm hoch, bring die Arme über den Kopf. Indem du die Füße erdest, komm mehr in die Präsenz in diesem Moment. Innerlich weit werden. Ausatmen, die Grenze von deinen ganzen Gedanken darf durchlässig werden und du gehst in den Fakt von reinem Gewahrsein an sich, in diese Qualität, so wie du dir das vorstellst. Bring die Hände an die Hüfte, zieh gegebenenfalls den linken Fuß ein ganz klein wenig nach vorn, beginn dein rechtes Bein zu strecken, einatmen, zieh dich lang, ausatmen, den Oberkörper die halbe Strecke nach vorne beugen und von den Füßen Kraft ins Becken ziehen, die rechte äußere Hüfte ein Stück zurückziehen, nochmal länger werden, ausatmen, tiefer sinken, die Hände gehen auf Blöcke oder auf die Matte. Raum für den Atem. Mit dem Einatmen zieh dich nochmal lang. Mit dem Ausatmen komm in den nach unten schauenden Hund. Fließend mit dem Einatmen in die Plank Pose. Ausatmen ganz zum Boden oder Chaturanga. Einatmen Cobra
oder nach oben schauender Hund, Hinterkopf lang, Ohren weit. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Linkes Bein hinten herausheben, einatmen. Ausatmen, den Fuß nach vorne setzen, für den Krieger 1, den rechten Fuß 45 Grad eindrehen, die Füße erden, ein, hochkommen und bleiben. Indem du die Füße in die Matte drückst, in die Präsenz kommen, in diesen Moment. Und dein Bewusstsein ins weite Gewahrsein bringen. Und das merkst du im Körper, du wirst innerlich weit mit dem Einatmen. Ausatmen, den Körper, die Haut, aber eben auch das Bewusstsein ausdehnen. Und dann bring die Hände an die Hüfte, zieh den rechten Fuß gegebenenfalls ein ganz bisschen nach vorn für Paj Votanasana, die Hüfte parallel ausrichten, dich lang ziehen und ausatmen. Oberkörper geht die halbe Strecke nach vorn. Auf eine kleine Mikrobeuge im linken Knie achten, die linke äußere Hüfte mehr zurückziehen, gut, nochmal lang werden. Und ausatmen, tiefer sinken, die Hände auf Blöcke oder auf die Matte. Dein Bewusstsein abziehen von der äußeren Welt, in diesem Moment alles ein bisschen nach innen ziehen, innerlich weit werden. Haut weich und anstelle, dass du über einzelne Inhalte deines Bewusstseins nachsinnst, da gibst du bitte gar keine Energie rein, sondern gehst immer in die weite Perspektive von Gewahrsein. Mit dem nächsten Einatmen zieh dich einmal noch lang und mit dem Ausatmen finde deinen Weg zurück in den nach unten schauenden Hund, in die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Ganz zum Boden oder Chaturanga, ausatmen. Kobra oder nach oben schauender Hund, einatmen. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Laufe mit deinen Füßen ein klein wenig nach vorne, dann bring die Knie bitte auf die Matte. Mach deine Zehen lang. Und bring die Beine so weit auseinander, dass du dich gegebenenfalls setzen kannst zwischen die Fersen. Und sollte das nicht möglich sein, setzt du dich bitte erhöht und ich gebe dir, Jana, auch mal den Block auf einen Block. Die Füße so gerade wie möglich, die Zehen wie kleine Sonnenstrahlen nach hinten ausstrecken und leuchten lassen und die Zehennägel drücken in die Matte. Bleib einen Augenblick hier und atme. Nun bringe deine Hände nach hinten für Supta Virasana. Hebe dein Becken noch mal ein bisschen an, genau, und schieb dein Steißbein dann zu den Knien. Der untere Bauch geht nach innen. Entweder bleibst du hier oder kannst auch die Unterarme absetzen, auch wenn du einen Block noch unter dem Gesäß hast. Genau. Becken ganz leicht heben, Steißbein zu den Knien ziehen. Wenn du am Boden bist mit dem Becken und nur dann kannst du dich auch ganz ablegen und ausstrecken, sonst bleibst du bitte in dieser Variante. Der Atem fließt ruhig und ebenmäßig. Und dann komm bitte langsam hoch, langsam in den Vierfüßlerstand. Und aus dem Vierfüßlerstand einmal den rechten Fuß lang hinten aufstellen, ihn in die Matte drücken, sodass sich die Achillessehne so ein bisschen dehnt und rechtes Knie wieder ablegen, den linken Fuß einmal aufstellen und dehnen. Ja. Und zurückkommen jetzt in den nach unten schauenden Hund. Ein bisschen auf der Stelle treten. Gut. Die Füße ein Stückchen weiter auseinanderbringen, bitte. Und ein klein bisschen kürzer den Hund machen. Ja. Die Knie bitte beugen, den Po hochschieben. Dich ganz lang auseinanderziehen und dann die Füße erden, sodass die Dehnung auch noch ein bisschen mehr in die Wade geht jetzt. Die linke Hand einen Hauch nach innen versetzen, gut erden. Die rechte Hand bitte an die linke Wade bringen. Gegebenenfalls nochmal die Knie leicht beugen, um den Po höher zu schieben und dann langsam beide Beine strecken. Ruhe und Raum im Atem.
Und dann bring die rechte Hand zurück auf die Matte, einen Hauch nach innen, gut erden, auch die Fingerkuppen. Und die linke Hand geht an die rechte Wade. Du beugst deine Knie ganz leicht, schieb den Po hoch und dann beginnst du die Beine zu strecken, deine Fersen zu erden. Raum für den Atem. Wunderbar. Nun die linke Hand wieder auf die Matte bringen und bitte deine Knie erneut auf die Matte bringen, dort wo du bist. Dir einen Block nehmen oder ein Buch und den Block musst du mal probieren, in welche Höhe du ihn bringst. Ah, den habe ich zu weit vorne, du sollst dich auf den Block draufsetzen. Genau. Ruckel dir das zurecht, dass du gut sitzt. Okay. Nun bitte dein rechtes Bein nach vorne ausstrecken. Ja. Und sollte das nicht für dich funktionieren, könntest du immer noch dein linkes Bein zusätzlich nach vorne ausstrecken. Sonst bleibe in einem halben Virasana hier. Jetzt bitte den rechten Fuß greifen, rechtes Bein beugen, den rechten Fuß greifen und mit beiden Händen den Fuß so greifen, dass du, während du von den Füßen beziehungsweise durch die Hände gegen den Fuß drückst und vom Fuß die Kraft ins Becken ziehst, dich bitte aufrichtest. Die Wirbelsäule so lang wie möglich. Und nun beginne, das Bein zu strecken. Betonung liegt auf Beginne. Wichtiger ist, dass du dich nach unten erdest und dich lang aufrichtest. Sollte jemand ganz flexibel sein, die Ellenbogen beugen und den Fuß ein Stückchen weiter ziehen. Die Vorderseite vom rechten Oberschenkel ist aktiv. Dich lang, lang aufrichten. Und ausatmen, langsam das Bein beugen, es nach hinten führen in einen halben Virasana und dann den linken Fuß nach vorne bringen und ein bisschen besser vielleicht erstmal den linken Fuß aufstellen vorne. Und mit beiden Händen das linke Knie halten und dich aufrichten. Noch einmal, sollte das mit dem rechten Bein zu viel sein hinten, streck es nach vorne aus. So, nun greife deinen linken Fuß mit beiden Händen, drücke mit dem Fuß gegen die Hände und nutze den Gegendruck, um dich aufzurichten. Verbinde dich mit dem Atem und sei bitte ganz gewahr, präsent, weit. Beginne, dein linkes Bein zu strecken und die Ellenbogen kannst du auch noch leicht beugen. Schritt für Schritt bitte mit dem Körper gehen und nicht dagegen. Der Atem bringt dich immer wieder in den Augenblick. Vom Becken her nochmal mehr Aufrichtung, mehr Länge in die Flanken. Einmal noch ein. Und ausatmen, bitte langsam lösen und deinen Weg finden in den nach unten schauenden Hund, wo du vorsichtig deine Beine ein bisschen bewegst, auf der Stelle trittst. Gut. Und eine nächste Runde jetzt die Knie wieder auf die Matte bringen und dein linkes Bein erneut nach vorne ausstrecken und der rechte Fuß ist zu einem halben Virasana. Wir suchen es jetzt mal mit einer Etage tiefer, wo du nur ein Kissen oder eine zusammengefaltete Decke unter deine linke Pobacke bringst. Die Zehen rechts sind aufgefächert und geerdet. Sollte das für dein Knie nicht funktionieren, hör bitte drauf, dann komm stattdessen in Janusheshasana. Das ist Janusheshasana mit dem rechten Knie außen. Egal in welcher Variante, stell bitte die Fingerkuppen hinter dir auf. Zunächst richte dich auf. Mit dem Einatmen zieh dich lang. Und mit dem Ausatmen komm mit den Fingerkuppen ein Stückchen nach vorne gelaufen über dein linkes Bein. Vertiefe deinen Atem. Muskulär ist dein linkes Bein aktiv. Du ziehst vom linken Fuß Kraft ins Becken. Nimm den unteren Bauch bitte etwas nach innen und hoch. Fülle den Rücken und über so eine weite Wellenbewegung kannst du ein Stückchen weiter nach vorne kommen.
Was hier auch hilft in der Variante ist, wenn man die linken Fingerkuppen ein Stückchen nach außen versetzt, probier das mal, richtig auf die Fingerkuppen kommen und die rechte Hand an die linke Wade bringen oder an den Fuß. Nun bitte mit dem Einatmen die linke Flanke ein bisschen anheben, genau. Und den ganzen Oberkörper jetzt mehr über das linke Bein drehen. Der Hinterkopf ist lang, die Ohren sind weit. Dich ganz in den Augenblick holen mit deinem Bewusstsein. Und nun den Weg langsam zurück nach oben bitte. Und langsam und achtsam dein rechtes Bein ausstrecken. Einmal beide Beine ausschütteln, ein bisschen bewegen. Und jetzt das linke Bein in einen halben Virasana nach hinten bringen und dich ein bisschen höher setzen. Vielleicht möchtest du das Kissen auch ein Stückchen höher nehmen, die rechte Pobacke zurückziehen und noch einmal, sollte das für dich nicht möglich sein, komm in Janu Shishasana, da kannst du dich auch höher setzen. Fingerkuppen seitlich hinter dir aufgestellt, zieh dich lang als allererstes. Und lass es noch ein bisschen meditativer werden. Der Einatmen gibt dir innere Weite. Und Ausatmen, du schmilzt, verschmilzt mit dem Feld von reinem Gewahrsein. Laufe nun mit den Fingerkuppen ein Stückchen nach vorn. Aktiviere dein rechtes Bein muskulär. Ziehst du vom Fuß die Kraft ins Becken, ziehst die Vorderseite vom rechten Oberschenkel hoch. Bitte nimm nun den unteren Bauch nach innen und hoch und wie in einer Welle kannst du dich weiter entfalten über dein rechtes Bein und optional die rechten Fingerkuppen seitlich aufstellen, linke Hand geht an die rechte Wade oder an den rechten Fuß. Wir bleiben hier. Verschmelze mit deinem Atem. Einmal noch ein, ganz in Ruhe aus und mit dem Einatmen bitte mit Hilfe der Hände hochkommen, achtsam dein linkes Bein lösen, es nach vorne ausstrecken, alles ausschütteln. Gut, und einmal die Unterschenkel überkreuzen und in einen letzten nach unten schauenden Hund kommen, zum Neutralisieren und Ausgleichen. Knie leicht beugen, den Po hochschieben, dich mit dem Atem verbinden. Laufe nun nach vorne zu den Händen und erde deine Füße gut, bring die Hände in die Armbeugen. Sag einmal Ja mit dem Kopf, einmal Nein. Während du deine Füße erdest, akzeptiere, was ist in diesem Moment. Und wechsel dann in diese Perspektive von innerer Weite, von reinem Gewahrsein. Nun, während du deine Füße erdest, zieh von den Füßen Kraft hoch ins Becken, aber bitte die innere Weite bleibt. Und mit dem Ausatmen verschmilzt du wieder mit der Weite. Nochmal einatmen, von den Füßen muskulär Kraft hochziehen ins Becken. Und ausatmen, verschmelzen. Gut. Die Fingerkuppen aufstellen, mit dem Einatmen dich langziehen. Mit dem Ausatmen die Füße etwas auseinander drehen. In die Hocke kommen, Malasana, zum Ausgleich. Becken sinkt tief und du richtest dich lang nach oben auf. Komme nun bitte zum Sitzen. Bring deine Fußsohlen zusammen für Baddha Konasana, die Fußsohlen erst ein bisschen weg von dir, dann bitte die Fingerkuppen aufstellen, den Popo etwas heben und das Becken ein Stückchen weiter zu dir heranschieben. Gut, lass die Fingerkuppen hinten. Mit dem Einatmen drückst du mit den Knien wie gegen einen Widerstand und lehnst dich ein bisschen nach vorn. Und mit dem Ausatmen komm zurück und zieh den unteren Bauch nach innen und hoch. Einatmen, lehn dich noch mal ein Stückchen nach vorn. Ausatmen, die äußere Gesäßmuskulatur ein bisschen aktivieren, sie nach unten ziehen. Ja, genau. Nochmal einatmen.
Und ein letztes Mal äußere Gesäßmuskulatur aktivieren, nach unten ziehen und entweder hier bleiben oder deine Füße greifen, sie öffnen, dich nochmal lang ziehen und gegebenenfalls etwas tiefer in die Stellung kommen. Der Atem fließt ruhig und ebenmäßig. Und dann komm mit Hilfe der Hände wieder zurück nach oben. Mit Hilfe der Hände, eigentlich wollte ich sagen, bring deine Knie zusammen und stell die Füße vor dir auf, für den Tisch, Hüftgelenk breit, Hände hinter dir aufstellen. Bitte zieh dich lang in den Flanken, hebe dein Becken an, die Schulterblätter heben dein Herz, Hinterkopf ist lang und einmal noch körperlich ausgedrückt, ganz viel Raum und Weite, Länge in den Seiten des Körpers suchen. Und ausatmen, dein Becken absenken und dich einrichten in einer angenehmen Sitzhaltung. Gegebenenfalls möchtest du dir was überziehen. Die Sitzknochen nach unten hin erden und verwurzeln. Und ganz leicht und frei dich aufrichten jetzt. Zu viel Spannung bitte gehen lassen mit dem Ausatmen. Der Atem bringt dich in den Augenblick. Zunächst wirst du bemerken, dass du Wahrnehmungen hast, Gedanken hast. Lass sie einfach sein, gib keine Energie rein. Lass dich zurücksinken ins Feld von Gewahrsein, in den Fakt von Bewusstsein, in dem all das erscheint. Du verbindest dich also mit dem, was bewusst ist. Und sollte dich die Frage unterstützen, stell sie dir nochmal. Wie ist die Qualität von diesem Moment, bevor ich einen Gedanken darüber habe? Nichts erwarten, wirklich fühlen wollen, dich öffnen. Es kommt mit der Zeit. Frag es dich einfach nochmal, wie ist die Qualität von diesem Moment, bevor ich dem Ganzen einen Namen gebe. Der Raum und die Weite, die dadurch entstehen in deinem Bewusstsein, helfen dir, Gedanken, Konstrukte vielleicht nicht gleich aufzulösen, aber die Konstrukte verlieren ihre Festigkeit. Es wird alles ein bisschen weiter und offener. Es ist wie ein Reset.
ein letztes Mal dir die Frage stellen, wie ist die Qualität von diesem Moment, bevor ich einen Gedanken dazu habe. Verweile noch etwas in der Meditation. Sonst bring die Hände vor dem Herzen zusammen ins Anjali Mudra. Danke dir selbst für die Zeit, die du dir genommen hast, für dich selbst. Namaste.